Hi, mein Name ist Zero und heute sprechen wir über das dritte legendäre Pokémon von den jeweiligen Editionen Sonne und Mond. Von daher, meine Freunde, würde ich sagen, ab geht's! Zunächst schauen wir erstmal, was für Informationen wir zur Verfügung haben. 11 neue Pokémon wurden uns bisher vorgestellt, davon haben 5 Pokémon ein Trademark bekommen. Für alle Leute, die nicht wissen, was Trademarks sind, Trademarks setzt man vorher, um die jeweiligen Namen zu schützen, sodass sie kein anderer weggreifen kann. Alle Trademarks, die gesetzt worden sind, wurden bewahrheitet. Das heißt, Pokémon wie Solgaleo, Lunala und die drei jeweiligen Starter-Pokémon wurden dann auch mit den jeweiligen Namen, die sie damals geschützt haben, angekündigt. Aber es gibt noch einen Trademark, den die Pokémon Company bisher noch nicht bestätigt hat. Und zwar ist es der Name Marshadow. Dieser Name kann natürlich ein Fake sein, aber da dieser Name zugleich mit den Startern rausgekommen ist, gehe ich fest davon aus, dass dieser Name ebenfalls ein Pokémon wird. Wenn man sich den Namen von Marshadow mal genau anguckt, merkt man auf jeden Fall die Parallelen zu Solgaleo und Lunala. Weil die Worte Ma und Shadow ergänzen sich zu Solgaleo und Lunala. Lunala und Solgaleo deuten und symbolisieren den Mond und die Sonne. Marshadow kann in dem Sinne einen Schatten darstellen, der halt ebenfalls entsteht, wenn Sonne und Mond aufeinandertreffen, so wie es bei einer Sonnenfinsternis oder bei einer Mondfinsternis passiert. Die Aufgabe im fertigen Game kann dann so gesehen werden, dass Marshadow ähnlich wie Rayquaza handelt und nur erscheint, wenn die anderen beiden legendären Pokémon aufeinander prallen und es zu einem heftigen Kampf kommen würde. Von daher nimmt es eine Art Beschützerrolle ein, aber das sind alles nur Spekulationen, meine Freunde, also nimmt das jetzt nicht alles allzu ernst. Es gibt auch schon Hinweise, wie Marshadow aussehen könnte. Bei Pokémon wie Solgaleo war es anhand des Namens schon fast klar, wie es aussehen wird. Wenn man den Namen zerlegt, Sol und Leo, kommt man auf Sol für lateinisch Sonne und Leo für jeweilig Löwe, also eine Art Sonnenlöwe. Aber bei Marshadow funktioniert das leider nicht ganz so leicht. Es gibt aber einen Indiz dazu, wie das jeweilige Pokémon aussehen wird. Und zwar gibt es in der nordischen Mythologie 2 Wölfe. Der eine davon ist Skali. Skali ist ein Wolf, der die Sonne verfolgt. Und dann gibt es noch den Wolf namens Hati, der den jeweiligen Mond verfolgt. Und wenn diese beiden Wölfe ihre Aufgabe erfüllen, soll eine Eklipse entstehen. Von daher würde es Sinn machen, wenn das legendäre Pokémon Marshadow ein Wolf wäre. Obwohl ein Wolf wie ebenfalls einen Mond symbolisieren würde. Aber in der nordischen Mythologie ist es halt so, dass diese Wölfe das symbolisieren würden, was wir suchen. Es gibt viele Pokémon, die damals auf die Mythen hingewiesen haben, beziehungsweise die auf die Mythen basieren. Genauso ist es bei Pokémon XYZ, dass die jeweiligen Pokémon Yveltal, Xerneas und Zygarde das Trio darstellen in der nordischen Mythologie von Yggdrasil. Von daher ist es gar nicht auszuschließen, dass sich Game Freak von der nordischen Mythologie dort ebenfalls inspirieren lassen hat. Aber Leute, was sagt ihr? Kann das sein, dass wir das dritte legendäre Pokémon als eine Art Wolf bekommen, der Marshadow heißt, Leute? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagen würdet. Und ja, falls euch solche Art Mythen-Videos gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über einen Kommentar von euch, was ihr darüber haltet. Und ja, Leute, das war's von meinem Video. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.